Flo im Ohr. Ein flohstarkes Hallo. Heute habe ich eine gruselige, geisterhafte Klanggeschichte für euch. Wunderbar zum Nachmachen für zu Hause oder in der Kita. Ihr braucht nichts anderes als eine Trommel, eine große oder eine kleine. Oder auch ein Tisch, das würde auch gehen. Rasseln, Fingerzimbeln, ein Glockenspiel, ein Klangholz und eine Triangel. Und falls euch meine Klanggeschichte gut gefällt, dann könnt ihr euch im Anschluss auf unserer Website www.flohimohr.tv den Text gratis downloaden. Das ist doch mal was, oder? Geisterstunde ist heute Nacht, also Vorsicht, aufgepasst. Wir schleichen durch das große Schloss. Doch halt, was war das? Hat da etwa was geraschelt? Oh ja, das war ein Mäuschen. Das hat sich wohl verlaufen. Geisterstunde ist heute Nacht, also Vorsicht, aufgepasst. Wir schleichen weiter durch das Schloss. Doch halt, was war das? Hat da etwa was gescheppert? Oh ja, das war der Papa. Der hat in der Küche einen Teller zerdeppert. Geisterstunde ist heute Nacht, also Vorsicht, aufgepasst. Wir schleichen weiter durch das Schloss. Doch halt, was war das? Hat da etwa was geklungen? Oh ja, das Fenster ist aufgesprungen. Da hat das Windspiel leis gesungen. Geisterstunde ist heute Nacht, also Vorsicht, aufgepasst. Wir schleichen weiter durch das Schloss. Doch halt! Was war das? Hat da etwa was geklopft? Oh ja, das war der Wasserhahn. Der hat wohl laut getropft. Geisterstunde ist heute Nacht, also Vorsicht, aufgepasst. Wir schleichen weiter durch das Schloss. Doch halt! Was war das? Spürt ihr den Lufthauch? Und seht, das Gespenst mit dem weißen Bauch? Oh weh, nix wie weg! Plötzlich schlägt die Turmuhr eins. Vorbei, die Mitternacht. Und das Gespenst? Ich glaube, da war nie eins. Und wie gesagt, sollte euch die Klanggeschichte gut gefallen haben, dann geht auf unsere Website www.flohimohr.tv. Dort gibt es den Text als Gratis-Download. Und solltet ihr nach weiterem Input für die pädagogische Arbeit in der Halloween-Zeit suchen, dann müsst ihr unbedingt auf das Monatsjournal Oktober beim Musikkonzept klicken, www.musikkonzept.de. Denn da durfte ich für Oktober einen Beitrag schreiben. Und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Tschüss! Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark. Und besuche unbedingt unsere Website www.flohimohr.tv. Wir freuen uns auf dich!